Aston Kutcher, während Ehe mit Moore als Stiefvater überfordert. Aston Kutcher, 44, ist seit 2012 mit Mila Kunis, 39, liiert, 3 Jahre darauf gaben sie sich das Jawort. Mit ihren gemeinsamen Kindern Vyat Isabel, 8, und Dimitri, 6, genießen sie ihr Familienglück. Doch zuvor war Aston von 2005 bis 2011 mit Demi Moore, 60, verheiratet. Wegen des Altersunterschieds von 15 Jahren zog die Beziehung allerhand Aufmerksamkeit auf sich. Nun spricht der Schauspieler ungewohnt privat über seine gescheiterte Ehe und enthüllt, dass ihn die Rolle als Stiefvater überforderte. Als Aston Kutcher mit Demi Moore zusammenkam, war er 26 Jahre alt. Ihre heute erwachsenen Töchter Tallulah, 28, Scout, 31, und Drummer, 34, die aus ihrer früheren Ehe mit Bruce Willis, 67, stammen, waren damals noch Kinder. Nach der Heirat wurde der die wilden 70er-Darsteller plötzlich zum Stiefvater. Keine leichte Aufgabe, ich war 26 und trug die Verantwortung für eine 8, eine 10 und eine 12-Jährige, sagt er in einem Video-Interview mit Esquire. Er sei damit überfordert gewesen, musste sich erst in die Rolle einfinden. Inzwischen habe er allerdings gute Beziehungen zu jedem der Mädchen, die jetzt Frauen sind. Anführungszeichen. Das Paar habe sich auch gemeinsame Kinder gewünscht, doch es musste einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften. In ihren Memoiren Inside Out offenbarte die Schauspielerin bereits, dass sie 2004 eine Fehlgeburt erlitt, als sie im 6. Monat schwanger war. Sie und Aston hätten bereits einen Namen für ihre ungeborene Tochter ausgesucht, Chaplin Ree. Ein Kind zu verlieren, von dem man glaubt, dass man es bekommen wird, ist wirklich, wirklich schmerzhaft. Jeder geht damit auf unterschiedliche Weise um, sagt der 44-Jährige nun und fügt hinzu, ich liebe Kinder. Ich hätte keine Frau geheiratet, die schon 3 Kinder hatte, wenn ich Kinder nicht lieben würde. Die Vorstellung, noch ein Kind zu haben, wäre unglaublich gewesen. Anführungszeichen. Das gemeinsame Kinderglück blieb den beiden verwehrt. 2011 trennten sich Aston Kutcher und Demi Moore. Ihre Beziehung war von Höhen und Tiefen geprägt. Die heute 60-Jährige habe damals mit einem Alkoholproblem zu kämpfen gehabt. Wie sie in ihrem Buch enthüllte, Kutcher habe von Anfang an die Medienwirksamkeit ihrer Ehe unterschätzt. Er sei völlig unvorbereitet auf die Art und Weise gewesen, wie die Boulevardpresse die beiden als Paar behandeln würde. Die Scheidung sei für den Butterfly-Effekt-Darsteller nicht einfach gewesen. Nichts gibt dir das Gefühl, ein Versager zu sein, wie eine Scheidung. Eine Scheidung fühlt sich an, wie ein kompletter Reinfall. Du hast in der Ehe versagt. Es ist demütigend und peinlich, offenbart er. Am Ende habe nur geholfen, sich seine Fehler einzugestehen und weiterzumachen. Inzwischen ist er glücklich mit Mila Kunis verheiratet. Sie kannten sich bereits vom Die wilden 70er sieht. Doch haben erst Jahre später zueinander gefunden. Was die Beziehung zu Mila beschleunigt hat, war, dass ich sie schon immer bewundert habe. Ihre Talente, ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen. Aber ich wusste, dass sie mich nicht brauchte. Und sie wusste, dass ich sie nicht brauchte. Wir kannten bereits den ganzen Schmutz des anderen, schwärmt Aston Kutcher und fügt scherzhaft hinzu, meine Frau ist so viel cooler als ich. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, YouTube.com, Inside Out.